Meine Homies, und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7. Also ich habe mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht und wir waren nicht so wirklich auf der richtigen Fährte. Wir haben zwar schon großen Teil dafür gemacht. Oh Mann, hoffentlich alle gut, der ist hinter uns. Ich hoffe jetzt einfach mal, wir können da reingehen, weil ich weiß nämlich, wo wir hin müssen. Wir waren da schon mal übrigens. Und das ist nämlich schlecht hier dran. Dann wisst ihr jetzt sicher, wo wir nämlich wieder hin müssen. Wir müssen runter. Übrigens habe ich noch ein paar wichtige Sachen herausgefunden. Es war vielleicht doch gar nicht mal so schlecht, dass ich mir kurz ein Video angeguckt habe. Und zwar, wir kriegen im Verhältnis so viel Munition, wie wir im Moment haben. Also, wir haben im Moment mega viel, so im Verhältnis, was ich gesehen habe. Das heißt, wir bekommen viel weniger. Und, warte mal, war hier nicht irgendwo ein Safe Room? Safe Room. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Doch, hier war doch irgendwo einer. Doch, hier war doch einer. Genau. Wir müssen auf jeden Fall da runter. Und ich weiß nicht, sollen wir... Ich würde die Pistolenmunition auf jeden Fall mal mitnehmen. Aber das Gute daran ist, wir wissen jetzt, dass wir die ein bisschen ausgeben dürfen. Egal, wir tun jetzt mal die ganzen Sachen hier rein. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit dem machen können, aber... Ein Tape von mir. Da müssen wir vielleicht irgendwann mal, wenn wir eh wieder runter oder ins andere Haus müssen, wir glaube sogar kommen, müssen wir das abspielen lassen. Okay. Erste Hilfe, Kraut, lassen wir da. Verteidigungsmünze. Chlor, was kann man da machen? Die würde ich am liebsten runter bewegen, aber ist ja egal. Obwohl, Schießpulver, haben wir noch eine Chemikalie? Nein, okay. Ach, egal. Nehmen wir jetzt auch mal nicht mit. Okay, wir haben eine Herstellhilfe-Arznei. Relativ viel Munition, wie ich jetzt im Nachhinein herausgefunden habe. Und das heißt, wir können ein bisschen was davon benutzen. Und übrigens, ihr könnt euch auf jeden Fall mal Gamestar geben, falls ihr es selber noch nicht kennt. Ihr werdet es alle kennen, von daher... Props an euch. Danke für das Video. Ohne euch werden wir aufgeschmissen. Okay. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so hundertprozentig. Aber wir müssen wohl nicht so weit, wie wir schon waren. Kommt er um die Ecke schon? Nein, um die nächste, okay. Okay, passt. Wir müssen immer auf den Kopf gehen übrigens. Das wusstet ihr wahrscheinlich auch alle. Aber ich wollte es nur nochmal sagen, weil es echt viel weniger Munition verbraucht. Wenn man gut trifft, braucht man 3 Schuss, glaube ich, für die Viecher hier. Da drin war auch eins, oder? Yep. Oh, fuck. Duck dich, du Trottel. Ich wollte mich ducken. Und ich hab's verbockt. Oh, das gibt's nicht, ey. Ich weiß nicht. Soll ich irgendwie... Habe ich gerade neu starten gedrückt. Soll ich irgendwie doch wieder mit Maustastatur spielen, weil das Aiming ist echt nicht so krank geil auf der Konsole. Aber egal, ich bin jetzt ein bisschen pissig, von daher werde ich jetzt ein bisschen mehr Munition verbraten, dass es ein bisschen schneller geht. Weil ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir so oft so dämlich sterben. Oh fuck. So, das meine ich nämlich jetzt hier gerade wieder. Okay. Das ist gerade ein bisschen scheiße, was wir hier abziehen, aber gegen die Gegner können wir halt sonst nichts machen. Und ich muss mir unbedingt merken, hier duckt man sich. Weil man kann sich wohl gegen die Gegner so ein bisschen wegducken manchmal. Okay, in dem Fall jetzt nicht so wirklich, aber wir dürfen auf jeden Fall mal nicht so viel Leben verlieren, weil Leben und Munition kann man fast gleichstellen. Also eigentlich... Wow, okay, fuck, das war jetzt wieder mal relativ knapp. Wir haben es noch irgendwie geschafft. Ich weiß nicht, ich bin echt... Das konnten wir alles aufmachen. Da war, glaube ich, sogar nicht mehr was drin, oder?
Warum muss man die eigentlich, oder warum kann man die aufmachen? Ich verstehe es nicht. Ich habe zuerst gedacht, da kommt safe ein Jumpscare. Aber dadurch, dass sich das geregelt hat. Den Brief haben wir schon gelesen. Was war hier drin? Gar nichts, oder? Okay, ab jetzt weiß ich nämlich nicht mehr, wo die Gegner kamen. Workshop, ich glaube, die... Nee. Die ist nämlich verschlossen. Shit. Ich weiß nicht, ob dies war. Gehen wir mal kurz hier rein. Okay, entriegelt. Passt. Wow. Okay, ja, ich bin richtig gelaufen. Ich habe es mir ein bisschen so durchgelesen, weil GameStar wollte nichts spoilern. Fand ich gut von euch. Warum sprecht ihr euch an? Ich weiß es echt nicht. Aber ich finde es halt gut, wenn sie nicht spoilern, auch wenn sie aussehen, was gespoilert haben, aber... Gut. Ich habe mir ein Guide im Internet angeguckt. Von daher wusste ich jetzt auch ehrlich gesagt schon, dass der hier jetzt gleich runterfliegt. Oh shit. Okay, passt. Weil jetzt haben wir nämlich diesen Scorpion-Schlüssel hier. Gibt es sonst noch was? Kraut. Wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, wir sind hier soweit fertig fürs Erste. Hoffe ich jetzt mal. Oh, Leute, das ist echt krank, wie viele Gegner hier kommen. Oh, shit. Was? Keiner kann mir erzählen, dass es kein Headshot war. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Und das war es jetzt auch schon wieder mit der Munition. Ich hoffe jetzt einfach mal, ich bete gerade, dass nicht mehr so viele Gegner kommen. Aber ich höre schon wieder einen. Nein. Oder? Oh, Gott sei Dank. Theoretisch könnten hier zwar auch wieder Gegner kommen, aber ich glaube dadurch, dass hier ein Safe Room ist, glaube ich ehrlich gesagt, dass nichts passieren wird. Okay. Wir haben es geschafft, Leute. Zwar können wir damit noch nicht die Shotgun holen, aber wir haben einen kleinen Teil davon. Und ja, ohne die Shotgun wird es teilweise wohl extrem schwer, habe ich schon wieder gehört. Munition haben wir jetzt gar keine mehr, oder? Vielleicht war es nicht so schlau, dass wir alles verbraten haben, aber... Kraut tun wir mal rüber. Ein Schatzfoto. Steuerung. Objekt untersuchen. Lol. Ich will es echt nicht sagen, aber das haben wir da vorne schon mal kurz gesucht. Wenn das der Ofen ist, wo bei uns ist. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Okay, wir wechseln mal zum Messer. Weil im Notfall kann man mit Messer auch Leute killen. Das war echt nur im Notfall. Jo, hier können wir theoretisch auch gleich aufmachen, aber... Dadurch haben wir jetzt hier diesen Scorpion-Schlüssel bekommen. Okay, ne. Aber hier war doch das Rätsel, oder? Das ist doch der Ofen, oder? Lol, Steroide. Was können wir mit denen? Hier ist auch noch eine Kiste. Erste Hilfe-Arznei. Leute, wir müssen uns echt mehr umgucken. Okay, es passt nicht zu diesem Schloss. Ich habe schon gedacht, vielleicht haben wir Glück und wir können es mit dem Dietrich öffnen. Ich wollte gerade noch was nachgucken. Genau. Was können stärkt die Muskelkraft enorm und erhöht die maximale Gesundheit? Wirken dauerhaft. Nice. Maximale Gesundheit erhöht. Coole Sache auf jeden Fall. Also es lohnt sich schon, sich umzugucken. Wir müssen noch ein paar Sachen ablegen.
Ich finde es zwar auch ein bisschen blöd, weil wir jetzt genau wissen, was wir machen müssen, aber es ist schon ein Vorteil. Okay, Schatzfoto können wir jetzt ja auch wieder hier hinlegen. Können wir den irgendwie bewegen? Bitte lasst es den jetzt... Perfekt. Auch die Münze... Okay, shit. Egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug Platz. Und wir können mit dem Scorpion-Schlüssel das erste Mal die Tür aufmachen. Da gab es, glaube ich, sogar ein paar, also nicht nur so wenige. Und ist unser Kumpel da? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Der kommt jetzt sicher gleich da raus. Ja. Mit Ankündigung sozusagen. Das musst du schon besser machen, Junge. Natürlich mit Ankündigung hier noch. Oh Mann. Okay. Ich weiß gerade nicht mehr hundertprozentig, wo wir hin müssen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es war irgendwie... Oh, wir könnten Glück haben. Mach die Tür zu, du Hammel. Gott, mach schneller auf, mach schneller auf. Und hier haben wir die defekte Schrotflinte. Gibt's da sonst noch was? Pistolenmunition. Können wir es lesen? Ich glaube nicht. Wir machen mal lieber hier kurz zu. So haben wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Liebe Miss Baker, wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Es ist schon eine Weile her, seit Sie... Das macht echt Spaß! Okay, Leute, ich lese es jetzt nicht mehr durch. Das ist mir gerade irgendwie zu stressig. Flintmunition. Also, Leute, ich glaube, die hatten echt recht, weil vorne haben wir ja nicht mehr so krass viel Munition gefunden. Wir ducken uns lieber mal kurz. Flüssige Chemikalie. Perfekt. War hier noch was drin? Oh ja, hier ist was drin. Ein Gebiss? Bringt das uns irgendwas? Ich glaube nicht. Nee, es bringt uns glaube ich nichts. Aber ich weiß nicht, Mrs. Baker, ob das jetzt die Frau ist, ob das die Oma ist. Da bin ich ein bisschen uninformiert. Aber ich glaube, hier drin finden wir erstmal nichts mehr. Oh, okay, der war genau da draußen. Mir schleift gerade irgendwie die Hand ein. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil ich jetzt gerade seit Ewigkeiten mal wieder mit einem Controller in der Hand zock. Ich habe es ein bisschen vermisst. Ich finde es trotzdem noch einen Ticken chilliger, als wenn man am PC zockt. Ich weiß nicht, warum, aber... Oh, that timing. Schön für dich. Bye, bye. Okay. Ich glaube, wir sind die los. Fürs Erste zumindest. Ich hoffe nur, wir haben jetzt nicht das Glück und laufen dem jetzt perfekt wieder über den Weg. Weil wir haben jetzt alles, um uns die Shotgun zu holen. Okay, aber nee, ich glaube, wir haben Glück. Ich habe mir genauso was vorgestellt, dass genauso was passiert, Leute. Können wir irgendwas kombinieren? Nein, wir können nichts kombinieren. Oh nö, oder? Aber wir können. Hoffe ich jetzt einfach mal. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Tür zu, Tür zu, Tür zu. Okay, perfekt. Geht von automatisch zu. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es gut ist. Ich denke jetzt auch einfach mal, dass es gut ist. Ich finde die Safe Rooms echt ganz cool, weil man halt echt weiß, okay, da passiert mir jetzt mal ausnahmsweise mal nichts. Warte mal, ich glaube, wir laden kurz mal die Pistole nach. Haben wir noch irgendwie Restmunition drin? Dietrich lassen wir auch mal kurz da. Boah, der Schlüssel verbraucht einfach mal einen eigenen Platz.
Das könnte im Nachhinein vielleicht mal blöd werden, wenn wir zu viele Schlüssel dabei haben. Und wir haben ja jetzt schon ein paar. Okay, jetzt müssen wir unsere alten überschreiben. Ist eigentlich gerade egal. Gut, dass wir da so gefühlt im Sekundentakt überschrieben haben. Okay. Jetzt können wir rüber uns die Shotgun holen. Die Freude ist gerade echt relativ groß, weil, ja, die ist wohl relativ OP. Und damit kommen wir jetzt wohl auch in der Story weiter. Gut, theoretisch, wenn man genug Munition hat, kommt man natürlich auch mit der anderen weiter, aber es ist halt ein bisschen schwerer. Mich wundert es, dass der Typ uns hier nicht angreift. Dadurch, dass wir seine geliebte Shotgun hier gerade gestohlen haben. Aber gut, jetzt muss ich nochmal kurz alles gucken, weil wir brauchen ja wieder ein bisschen Munition. Also, Scorpion-Schlüssel. Ich weiß nicht, ob wir den hier jetzt noch brauchen. Aber ich würde den erstmal da lassen. Verteidigungsmünze nehmen wir auf jeden Fall mit, aber ich will die woanders hintun. Okay, hat nichts gebracht. Pistolenmunition. Nehmen wir alles mit, was wir haben. Flintenmunition haben wir jetzt echt relativ krass viel. E-Mail, Versorgungskiste, eine leere. Hat das Psychotikum kurzfristig, okay. Ich habe gedacht, es hat vielleicht so einen Effekt wie das Anabolika, der dauerhaft hält. Die Videokassette müssen wir auf jeden Fall mal noch angucken. Würde mich selber auch interessieren. Ich weiß nicht, ob das Ding ein offenes Ende hat oder ob wir am Ende noch weiterspielen können. Ich glaube zwar nicht. Also, nee. Ich kann euch jetzt schon versichern, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird. Weil es für ein Horrorgame echt relativ komisch wäre. Aber gut. Dann würde ich sagen, ich mache nochmal einen kleinen Aufnahmestopp zwischenrein. Weil wir haben jetzt schon 18 Minuten und wir werden da sicher ein paar Minuten unten rumlungern. Das weiß ich jetzt schon. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.